Hey ho, liebe Zuschauer! Willkommen zurück zu Let's Play Nier Gestalt! Ich habe mich dazu entschlossen, was gar nicht mehr. Die letzte Folge ist ein bisschen länger her, deswegen wollte ich nämlich erstmal Feedback abwarten, wie ich mit den Spracheinheiten der Schatten verfahren soll. Und ich habe mich entschlossen, direkt vorzufahren, mehr oder weniger mit dem Müllberg, was sich dort getan hat. Diesen Teil und den nächsten, einen Offscreen-Teil, weil sich da überhaupt nichts geändert hat, zumindest nicht während meines Probespielens, werde ich zwei Schlüssel in diesem Video angehen. Einer davon ist hier auf der Müllkippe. Damn it! Where'd they go? Get him! Don't let him escape! There's something over there! Eine relativ männlich sprechende Mutter, wenn ich das so sagen darf. Aber immerhin wissen wir jetzt, wie der Schatten und der Roboter zusammengekommen sind. There's gotta be tons of machinery here. Yeah, but I don't know how much we can actually use. Oh wow, check this out. It looks brand new. Hey, be careful there. I'm fine. Oh no. Huh? Look out!
noise of the intruders caused the structure to fail. They should have proceeded with more caution. One intruder has perished. Okay, damit ist jetzt mittlerweile ziemlich eindeutig. Man konnte es schon in der ersten oder im ersten Durchgang sehen, dass das The Junk Heap. Perhaps we should speak to the brothers. Mehr They might know something about this. Ein Unfall geworden ist und aufgrund eines unglücklichen Zufalls zum Missverständnis wurde, dass der Bruder von Gideon. Oh, hello again. Wie soll ich sagen? Ja, nicht von einem Roboter getötet wurde, aber Gideon denkt, dass es ein Roboter war, weil der Roboter zufällig dort aufgetaucht ist. So, ich werde durch den Dialog ganz kurz etwas durchgehen, weil wir den ja aus dem ersten Durchgang schon kennen, zumindest wahrscheinlich die meisten, die hier gerade zugucken. Ja, ansonsten, es gibt nämlich hier so ein kleines Easter Egg mit drin, was ich ganz lustig finde, wenn er einem das Schwert geben will. Eine mächtige Waffe. So, zwei in der Eisener Wille. Haben wir diese Waffe nicht bereits? Psst, diese Dinge passieren beim zweiten Mal. So, was beim zweiten Mal nicht passiert ist, dass ich jetzt den kompletten Dialog nochmal durchbringe. Ich muss jetzt nochmal, obwohl das, nee, Moment, das werde ich kurz noch drin lassen. So, das, was jetzt ein bisschen dämlich ist, durch den ersten Durchgang des Spiels habe ich noch, glaube ich, etwa 5 Gedächtnislegierungen bei mir im Inventar drin. Leider Gottes akzeptiert das Spiel, oder Gideon, diese Gedächtnislegierung nicht und ich muss nochmal in den Müllberg rein, um eine Gedächtnislegierung zu bekommen. Und wo ich am Anfang ein bisschen ungehalten reagierte, oder verdammt nochmal, ich muss den ganzen blöden Mist nochmal machen, alles offscreen, ist, ich lasse diesen Ladebildschirm mal drin, weil er kurz ist, ich bekomme direkt am Eingang die Gedächtnislegierung. It's a shame about the older lad. He was but a child. He died protecting the only family he had left. It's a damn shame. Ich glaube, das hatten wir zwar schon mal, aber ich lasse einfach mal drin. Aber beim Rauslaufen meine ich, dass noch eine Sequenz gibt, die ich kurz drin lassen möchte. A large seagoing vessel that carries freight and passengers. You have taught me much, Kallio. You have helped to expand my vocabulary. You have instructed me in the ways of the outside world. Because we are friends. So, nachdem wir diese Passage jetzt hier erledigt haben, ist es ja so, dass wir erstmal warten müssen, dass der Zweihänder, den wir bekommen haben, beziehungsweise den wir bekommen sollen, fertig geschmiedet wird, dadurch, dass wir ihm jetzt die Gedächtnislegierung bringen. Und in der Zwischenzeit möchte das Spiel ja, dass wir etwas anderes machen. Das können wir, glaube ich, auswählen zwischen den Wölfen in Fassade und dem Text-Adventure im Wald. Und ich werde das Text-Adventure im Wald wählen. Und, wie mache ich das jetzt am besten? Also, ich habe das, wie gesagt, schon mal vorgespielt bis zum Ende dieser Müllhalde, sage ich jetzt mal. Und während ich die Passage im Textwald gemacht habe, ist mir da aufgefallen, dass es da im Grunde nichts Neues gibt. Also es ist der gleiche Text, mir ist nichts aufgefallen oder sonstige weitere Erkenntnisse. Tyrann sagt leider auch nichts. Und die nächste Sequenz ist, glaube ich, wenn wir dann nach dem Märchenwald wieder hierhin zurückkommen und dann zum Bossraum gelangen. Also sprich, es passiert erstmal nichts mehr, bis wir den Bossraum betreten und, ich glaube, runterspringen durchs Loch. Und deswegen sage ich jetzt mal, ich gehe jetzt in den Märchenwald, werde dort die Passage komplett offscreen erledigen, mir dort den Schlüssel oder das Schlüsselteil besorgen und werde euch dann, oder ich werde dann offscreen durch den kompletten Müllberg laufen, weil wie gesagt, mir wäre, oder ist mir es nicht aufgefallen, dass Tyrann dort irgendetwas beisteuert an neuem Text und dann sehe ich euch dort unten wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal runter ins Loch der Wahrheit. Gucken, was dort passiert.
zuerst sagen, was ich im ersten Durchgang vermutet hatte bei dem Schatten ist, dass es eventuell der tote Bruder von Gideon, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, sein können. There it is. Good Lord, it's enormous. Intruder detected. Scanning. Scanning. Exterminating. Look at the shape! That thing is commanding the robot somehow. Aim for the legs! Knock it down! Take out the shade! Exterminating. In. Dialog für diese Phase. Oh, was bin ich froh. Mehr brauche ich nicht. Außer einem leichten Schwierigkeitsgrad. Ist normal. Da komme ich mit klar. Das sage ich leise. Ich habe auf den Phoenix wollte ich gehen. Au, 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 au. Und, upsie. Nächste Phase. Hör mal still, weil ich die Musik so geil finde. Die kommt. Die wir schon alle kennen, aber ich toll finde. Während sich Robotic Angel zusammensetzt. Can transform. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob neuer großartiger Dialog während dieser Phase des Kampfes kommt, weil ich ihn in meinem Test. Watch for falling debris. Look out. Weil ich ihn in meinem Testdurchgang. Scheinbar war es das. Ich finde es cool, dass die Dialoge jetzt teilweise etwas mehr Sinn machen. Also im Vergleich zu vorher. Das waren sonst irgendwie. No mere robot can face the majesty of Grimoire Weiss. I can't concentrate with all this bullshit fancy talk. Okay, scheinbar kommt jetzt nichts mehr. Ich werde ihn jetzt einfach abschießen. Swat him down. I'm getting killed here. Ja, ich auch. Oh oh. Okay, egal. Scheiß auf den Schaden. Ich glaube, Emil hat mich hin und wieder mal aufgeheilt. Ich finde irgendwie das Sounddesign von Khalils Stimme total toll. Obwohl das nur diese Krächzlaute sind. Spürt man dann doch die Stimmungslage irgendwie ganz gut dadurch, die der Kleine fühlt. Ich bin gerade still, weil ich eigentlich vermutet habe, dass jetzt noch was kommt, aber anscheinend nicht. Wir müssen ihm jetzt leider den Rest geben. Ach ja, da war was. Der Roboter. Lebt auch. Aber nein!
Bevor der sich nicht mehr wehrt, müssen wir ihm natürlich noch irgendwie den Schädel schmeißen. Mission. Why are you here? Beautiful. What a perfect example of humanity. Ich würde am liebsten gerade in den Hintern treten, sodass er ordentlich über die Brüstung fliegt. Hitting that thing won't bring your brother back. He's dead. And it's this bastard's fault. And hitting it makes me feel better. Just wait. You freak! You goddamn freak! I'm gonna explore this entire mountain now! I'll make terrible weapons! Killing machines! No one can stop me! Yeah. Ja, und ich meine, das müsste es jetzt mit dieser Passage gewesen sein. Wir kriegen jetzt noch den Schlüsselteil. Madness driven by hate. This is hardly the happy ending I was expecting. He doesn't know any other way. Revenge is a fool's errand. I know. Okay. Ja, also, Entschuldigung, ich war jetzt gerade ein klein wenig neben mir. Oder, ja. Ist, wenn man so ein bisschen dafür empfänglich ist, sage ich jetzt mal, und in der richtigen Stimmung, dann kann einem das schon sehr nahe gehen. Und ich bin sehr, sehr, wie soll ich sagen, stolz, oder was heißt stolz, ist das falsche Wort, aber ich bin sehr, sehr angetan von euch, meinen lieben Zuschauern, die mir, zumindest diejenigen, die Kommentare schreiben, doch sehr, sehr häufig schreiben, wie sie sich in dem Moment fühlen, wenn eine entsprechende Passage stattfindet. Nun denn, das soll es dann für heute gewesen sein. In der nächsten Folge wird es dann die Geschehnisse in Fassade zusammen mit den Wölfen geben. Und was das angeht, bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich werde es blind machen. Zur Not, wenn ich irgendwas übersehe an wichtigem Dialog oder sowas, werde ich eventuell, nachdem ich es blind gemacht habe, nochmal gescheit machen. Aber ich möchte es eigentlich blind machen, um, ja, ich sag mal so, es wurde mir angekündigt von, ich glaube, mindestens zwei Zuschauern, und dann im Elmer Lab, grüße ich an dieser Stelle, dass die doch irgendwie von Traurigkeitslevel her oder vom Überwältigungslevel, sage ich jetzt mal, wohl die Krone von allem ist, was hier im New Game Plus, nenne ich es jetzt mal, stattfinden soll. Und deswegen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und für die, ja, Emotionskommentare vor allem. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Nier Gestalt. Bis dahin, ich liebe euch alle, euer Final Messenger 13. Ciao.